Ja, hallo, lieben Christian Hemschenmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, Kurs-Creator. Wir haben den neuen Kurs Passive Bindungsangst, gibt neue Bootcamps und ihr könnt noch einsteigen, Selbstliebe-Challenge und so weiter. Wenn ihr neu seid, schaut mal auf liebeschip.de. Ja, heute gibt es das Gute-Laune-Thema Ex-Zurück-Programme im Internet. Also mir ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, war neulich wieder, wie ich mal so durchgescrollt hab durch Social Media, wie viel es so Ex-Zurück-Content gibt und wie hohe Abo- und Klickzahlen das haben. Und es sei jedem gegönnt. Also darum geht es jetzt gar nicht. Nur ich würde das gerne einfach mal kritisieren heute, weil ich frage mich immer, wofür braucht man diesen ganzen Ex-Zurück-Content? Weil wieso, also diese Frage, die du dir mal stellen solltest, ist, warum will ich den Ex verdammt nochmal zurückhaben? Wofür? Wenn der dich scheiße behandelt hat, wenn der egozentrisch war oder, wie man heute immer sagt, narzisstisch war, oder wofür verdammt nochmal willst du den zurückhaben? Das ist Mangeldenken. Es gibt wirklich so viele Menschen auf der Welt, so viele Gelegenheiten, die sind wirklich unendliche Schöpferwesen. Du kannst immer wieder neue Situationen erschaffen. Warum will man unbedingt mit dem, wo schon alles nicht funktioniert hat, wo es on-off war, wo es Drama war, der fremdgegangen ist, was weiß ich. Warum will man das unbedingt wieder, warum will man den zurückhaben, so, ne? Das ist jetzt auch kein Bashing der Exes, also die waren aus dem Grund in deinem Leben und das war auch gut so und du hast sie mal geliebt und du hast deine Aufgabe verstanden und jetzt geht's weiter. Guck nach vorne, guck nicht zurück, so, das ist eigentlich meine Message. Guck wirklich stur nach vorne. Erschafft dir die nächste Situation, erlebt das nächste Abenteuer mit jemand Neues und wärmt dich immer wieder alte Sachen auf. Vor allen Dingen führt dieses Ex zurück ja meistens dazu, dass man anderen Leuten hinterherläuft und die ganze Zeit sich um die dreht oder irgendwelche abstrusen SMS schreibt nach irgendeinem Muster oder wozu? Was ist das für ein Mindset? Das ist ein Mindset von Mangel, Co-Abhängigkeit und nicht eins von Größe, Selbstwert. Ich bin eine coole Sau irgendwie so. Ich ziehe mich schon ein Richtchen an. Ich muss in der Keim hinterherlaufen. Und wie scheiße fühlt sich das an, jemandem hinterherzulaufen? Das werden viele hier kennen. Es gibt natürlich Ausnahmen, nur da frage ich mich auch, wofür braucht man da ein Programm? Also es gibt natürlich die Ausnahmen, ich habe jetzt was falsch gemacht, ich bin vielleicht fremdgegangen oder was der Geier, und es geht dann auseinander, dann kann ich natürlich sagen, oh, ich möchte mich gerne in aller Form entschuldigen, ich habe einen Riesenfehler gemacht, ich möchte gerne, dass es weitergeht und ich hätte gerne, dass wir dran arbeiten, aber das muss man nur, dafür brauchen wir auch kein Programm, das sagt man einmal und dann kann sich der andere das ja überlegen, ob er es will oder nicht, da muss man auch nicht immer auf der Tür stehen und was auch wieder einen total unattraktiven Vibe macht, also jemand, der wirklich an sich glaubt, selbstbewusst ist, na, wollen wir noch alle hinkommen oder nicht? Der sagt einmal, wozu er steht und was er will und der muss irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Feuerwerk abbrennen wie ein Film, dass der andere zurückkommt, weil ja, es ist sein Pech, wenn der einen nicht mehr haben will. Fertig, ne? Und also da habe ich wirklich eine ganz andere Meinung zu, aber ich respektiere natürlich, dass andere meinen, das wäre notwendig oder dass Menschen es gerne machen wollen. Alles gut, jeder macht, was er will hier so, ne? Aber wieso aus meiner Sicht kann ich das nicht empfehlen und würde ich euch nicht raten, das so zu machen. Wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, ne, wo man vielleicht ja dem anderen noch eine zweite Chance geben muss. Das kann man das natürlich wie alles hier auf YouTube kann man natürlich immer nie so zu absolut 100% und es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, aber grundsätzlich finde ich den Vibe sehr 3D-mäßig, immer ein partout zurückhaben zu wollen, vor allen Dingen, wenn da jemand von dir auf den Podest gestellt wird und sich eigentlich ziemlich scheiße verhalten hat, dann schon mal gar nicht. Es ist wirklich, ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich habe ja viel mich da auch so ein bisschen inspirieren lassen aus den anderen Teilen der Welt und dachte auch immer, warum sagen die immer move on, move on, move on, und heute verstehe ich es so richtig, weil das ist der Weg, geht wirklich nach vorne, der geht nicht zurück, der geht nach vorne, weiter, 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 das nächste erschaffen, nächste coole Sachen, wachsen und klar, jetzt könnte man natürlich meinen, ja, wenn der Ex mitwächst, aber ja, sie nicht, dieser Fall ist mir seltenst untergekommen und wenn, dann ja,
geht die Anziehung häufig weg, so, ne, wenn beide gleichzeitig wachsen. Gut, das will ich jetzt nicht alles ausführen, warum und wieso, es würde es ein bisschen zu weit führen. Aber meistens ist eben so ein liebessüchtiger Vibe, dass man Abhängigkeit ist. Und das hat auch neulich jemand unter dem Video geschrieben, ich würde gern in der Umlaufbahn der Person bleiben und aber genesen von meinem Muster. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Also so funktioniert das nicht, ne? Also entweder das Universum sagt quasi, entweder du lässt dieses Suchtmittel los und dafür gebe ich dir dann irgendwas Cooles und du wirst eine coole Entwicklung erfahren. Oder das ist dein freier Wille. Oder du sagst dir, nee, ich will verdammt nochmal dieses mein Suchtmittel behalten. Ja, dann bleibst du da eben stehen an dem Punkt, wo du, also das heißt jetzt nicht, dass es keine Weiterentwicklung dann gibt, es gibt immer Weiterentwicklung, aber dann hast du nicht den Turbo eingeschaltet, würde ich zumindest mal sagen, so, ne? Und drehst dann in der Regel noch eine Runde, kommst dann aber sowieso irgendwann zum gleichen Ergebnis. Wobei, ist auch egal, wie lange das dauert, also jeder geht seinen Weg. Mir fällt auch immer auf in Gesprächen, dass wenn Menschen, also ich sag auch, ist ja nicht meine Sache, was Menschen dann letztlich machen, ne, wenn ich sie irgendwie berate, aber ich merke auch, wenn Menschen sich partout nicht lösen wollen aus einer Situation, ich glaube, da könnte der Papst sagen, so, jetzt wirst du exkommuniziert, wenn du dich jetzt nicht trennst und man würde es nicht tun, ne, macht letztlich sowieso jeder, was er will. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder.